Und hallo. Ja, ich wurde auch nominiert, an dem Regenbogen-Tag teilzunehmen. Ja, und freue mich riesig. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich noch zeigen soll. Es wurden sehr, sehr viele Sachen schon gezeigt. Ich habe bei einigen geschaut, was sie so alles haben. Und ich muss sagen, wir haben irgendwie alle dieselben Farben oder ähnliche Farben. Die Werkzeuge zum Beispiel sind immer irgendwie rot. Und ich habe mir gedacht, so was zeige ich jetzt, was noch nicht gezeigt wurde. Und ich habe doch ein bisschen was gefunden. Und wir starten, bevor ich jetzt hier noch weiter quatsche. So. Fangen wir an mit meinen kleinen Mini-Bügelperlen. Da seht ihr im Prinzip alle möglichen Regenbogenfarben, die genannt werden sollten. Ich habe versucht, das hier auch in der Schrift. Also wir haben Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Blau und Lila. Das habe ich hier mir nochmal, das ist dann einfacher für mich, mir das zu merken. Ich habe es mal hingeschrieben. Also hier werdet ihr alle Farben finden, die in so einem Regenbogen auch mal vertreten sein können. Das war das Erste. Dann benutze ich ganz oft auch meine Haftnotizen oder nee, das sind eigentlich nur ganz normale Zettel, also die haften nicht. Für alles Mögliche. Zum Unterlegen, zum Abstempeln von Sachen, damit mein Reinigungskissen nicht so schnell eindreckt oder um Klebereste so drauf abzuschmieren. Also für alles und natürlich auch für Notizen. Aber das ist auch so mein Regenbogen. Dann ganz unspektakulär Halbperlen. Selbstklebende, da habe ich auch Regenbogenfarben enthalten. Dann natürlich meine, ja, ich hoffe, ich kriege es jetzt rauf hier. Meine Stifte, dann die Rottöne, Gelb, Grün, Blau, Lila und dann da unten natürlich die normalen Farben. So geht es vielleicht besser, ne? Die stehen immer hier an meinem Schreibtisch griffbereit. Und was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, sind Knöpfe. Und auch die habe ich in sämtlichen Regenbogenfarben, angefangen von, nein, falsche Farbe, lila. Gut, wir haben hier rosa mit dabei, okay. Hier sind die Rottöne. Dann haben wir Orange und Gelb. Hier haben wir alles, was so grünlich ist. Und zum Schluss Hell- und Dunkelblau mit sämtlichen Farben dazwischen. Ja, das sind so meine Regenbogensachen. Und der Rest ist fast ähnlich wie bei den anderen. Ja, und wen nominiere ich? Ich nominiere alle, die Spaß daran haben, ihre Sachen mal zu zeigen, die sie so in Regenbogenfarben haben. Alle, die Spaß haben, damit zu basteln und uns daran teilhaben lassen möchten. Deswegen nenne ich jetzt hier keinen Namen. Also fühlt euch einfach alle angesprochen, die Bock drauf haben, daran teilzunehmen. Ich lade euch ein. So, das war's. Bis dahin.